Grüß Gott und herzlich willkommen beim Bürgertreff Gesundheit Isernhagen in unserer Sendereihe Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Heute Paracelsus und seine Medizin. Thema Alexander Oskar von Bernus, Baron, geboren am 6. Februar 1980 in Eschach bei Lindau, gestorben am 6. März 1965 in Donaumünster. Alexander von Bernus war deutscher Schriftsteller und Anthroposoph. Wir nehmen mal den Bildschirm dazu. Dieses Buch Splendor Solis dient uns heute als Hintergrund zum alchemistischen Ansatz von Alexander von Bernus. Und hier also die Details. Alexander von Bernus, leiblicher Vater, der bayerische Major Greschi, gab den Knaben frei zur Adoption an seinen Schwager, den Kaufmann Friedrich A. von Bernus. Kurz darauf zog die Familie für 4 Jahre nach Manchester, um anschließend von 1884 bis 1886 Wohnsitz in Heidelberg zu nehmen. Der 1886 erfolgende Wechsel in das Stift Neuburg begann für den Buben mit hauseigenem Unterricht. Ein 8-jähriger Gymnasiumsbesuch in Heidelberg und Speyer schloss sich an, bis er von 1898 bis 1902 als Fahnenjunker und später als Leutnant im badischen Leibdragonerregiment in Karlsruhe seinen Militärdienst absolvierte. 1902 bis 1907 betrieb Alexander von Bernus in München ein Studium der Literaturgeschichte und Philosophie. 1912 bis 1916 ergänzte er es durch ein Studium der Medizin und Chemie. Weitere Stationen seines Wegens. Erste Gedichte veröffentlichte Alexander von Bernus 1902 gemeinsam mit Stefan Zweig. 1903 folgte bei Schuster und Löffler in Berlin sein erster Gedichtband aus Rauch und Raum. 1902 ging Bernus auch die erste seiner 3 Ehen ein. Er heiratete Adelheid von Sübel, die später nach der Trennung von Bernus sehr aktiv in der Zweig- und Gruppenarbeit der Anthroposophischen Gesellschaft engagiert war. Von 1902 bis 1907 fungierte Alexander von Bernus als Herausgeber der Vierteljahresschrift Die Freistatt. Bei Ricarda Huch lernte Bernus 1905 Karl Wolfskehl kennen, mit dem er bis zu dessen Exil und Tod in Neuseeland eng verbunden blieb. Zitat: Meine erste Begegnung mit Karl Wolfskehl war im Sommer 1905 bei Ricarda Huch in ihrem Landhause in Grünwald im Isartal. Wolfskehl war damals 36-jährig. Eine hohe Gestalt mit ausladenden Bewegungen, das schöne Haupt mit den dunklen Haaren, erinnerte an den Bacchus Barbatus. Sein Wissen auf allen Gebieten war erstaunlich. Viele junge werdende Menschen haben von ihm empfangen, auch ich, der damals 25-Jährige. Unser erstes Gespräch ging über Bücher. Wolfskehls Bibliothek, vor allem der deutschen Literatur des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, war ungemein reichhaltig, von Jahr zu Jahr mit großen bibliophilen Kenntnissen ergänzte und erweiterte er sie. Ich selbst hatte mit dem Ausbau meiner eigenen Bücherei gerade um jene Zeit begonnen und verdanke Wolfskehl vor allem in den ersten Jahren meines Büchersammelns mancherlei Anregungen. Bald nach dieser Begegnung bei Ricarda Huch besuchte ich Wolfskehl in seiner Münchner Wohnung in der Leopoldstraße unweit der meinigen in der Einmillerstraße. Alexander von Bernus schreibt: Meine Begegnung mit Karl Wolfskehl in Die Wandlung, eine Monatsschrift, dritter Jahrgang 1948, Seite 416. Alexander von Bernus in späteren Jahren. Von 1907 bis 1912 unterhielt Bernus ein eigenes kleines Theater, die Schwabinger Schattenspiele. 1908 erbte von Bernus das Stift Neuburg, wo er große Teile seiner Kindheit verbrachte. Die von ihm 1907 in München gegründeten Schwabinger Schattenspiele wurden nach dem Umzug ins Stift Neuburg dort noch 2 Jahre weiter betrieben. In diesen Jahren begann Alexander von Bernus mit ersten alchemistischen Versuchen, deswegen auch im Hintergrundbild des Splendor Solis. Im Herbst 1910 begegnete er in München Rudolf Steiner. Die Begegnung war von beiderseitiger Sympathie geprägt und um 1911 trat von Bernus in die Theosophische Gesellschaft ein.
Von Bernus achtete und bewunderte Steiner rückhaltlos, stand aber später den Anthroposophen und der anthroposophischen Gesellschaft nach dem Tod von Rudolf Steiner äußerst kritisch gegenüber. 1912 verunglückte sein Sohn Alva im Stift beim Spielen. 1916 bis 1920 gab Bernus die philosophisch-anthroposophische Zeitschrift Das Reich heraus, die eine Brücke zwischen der Anthroposophie und den literarisch-künstlerischen Zeitströmungen schaffen sollte. Rudolf Steiner, der Bernus' Initiative nachdrücklich begrüßte, schrieb den Eröffnungsaufsatz mit dem Titel Die Erkenntnis vom Zustand zwischen dem Tode und einer neuen Geburt. Alexander von Bernus heiratete 1914 Imogen von Glasenapp. Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte 1921 die Gründung des alchemistisch-spagirischen Laboratoriums Soluna auf Stift Neuburg. Am 1. September 1926 gab er das Stift an die Benediktiner zurück. Bereits 1921 hat er das Schloss Donaumünster erworben, das er bis 1943 in den Sommermonaten bewohnte. Nachdem seine beiden Häuser in Stuttgart, Wohnung und Labor, 1943 beim ersten Bombenangriff auf die Stadt vollkommen zerstört worden waren, zog er sich mit Isa von Bernus, mit der er seit 1930 verheiratet war, nach Donaumünster zurück. In der Ehe mit Isa hatte er endlich die ersehnte Erfüllung gefunden. 1954 trat er dem Pen-Club und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bei. Da Alexander von Bernus in England aufgewachsen war, übertrug er viel englische Lyrik ins Deutsche. Sein eigenes lyrisches Gesamtwerk umfasst etwa 1000 Gedichte. Des Weiteren schuf er Versspiele und auch Kurzprosa. Seine Lebenserinnerungen wachsen am Wunder, blieben unvollendet. Alexander von Bernus entdeckte als Gymnasiast die Romantiker, die ihn stark inspirierten. Die wichtigsten ihrer Werke waren für ihn Brentanos Godwi oder das steinerne Bild der Mutter, Arnims Isabella von Ägypten, Arnims und Brentanos des Knaben Wunderhorn und vor allem Eichendorffs Dichter und ihre Gesellen. Besonders liebte er die Sommer bei der Großmutter, da diese in ihm die Liebe zur Natur immer größer werden ließ. Bedeutend war für ihn in erster Linie aber, als 16-Jähriger mitzubekommen, dass sein Onkel Gresci und seine Tante Johanna seine wirklichen Eltern sind. Hierdurch erfuhr er, dass er mit Goethe verwandt ist. Dass er schon früh in einen erlauchten literarischen Zirkel aufgenommen wurde, förderte seine Entwicklung als Dichter ebenso wie Freundschaften unter anderem mit Karl Wolfskill, Stefan Zweig, Frank Wedekind, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann Hesse, dem Verleger Erich Lichtenstein und Stefan George. Der Grundstein für die meisten derartigen Kontakte wurde während Bernus' Studium in München gelegt. Von 1908 bis 1926 besuchte ihn sein Freundeskreis regelmäßig sommers im Stift Neuburg. Er beschreibt diese Zeit als das Geschenk einer wunderbaren geistigen Geselligkeit. Nach dem Tode seines Sohns im Jahre 1912 widmete er sich okkulten und alchemistischen Studien. Sein Verhältnis zur Anthroposophie. Alexander von Bernus machte durch Musik- und Literaturabende bei sich zu Hause interessierte Außenstehende mit seinem Geistesgut bekannt. So hat unter anderem auch Karl Zuckmayer ihn besucht. In seiner Zeitschrift Das Reich schrieben Alfred Kubin, Else Lasker Schüler und Rudolf Steiner. Dieser war ebenfalls gerne zu Gast bei Alexander Bernus. Er hat 450 Werke verfasst, unter ihnen Dramen, Novellen, Schattenspiele, Mysterienspiele, 20 Gedichtbände, weitere Prosatexte sowie das alchemistische Werk Alchemie und Heilkunst. In seinem Laboratorium entwickelte er 30 spagirische Heilmittel aus Pflanzen, Metallen und Mineralien. Ich halte das mal kurz an. So, jetzt machen wir die Aufzeichnung für ein Fortgehen, nehmen wieder den Bildschirm dazu. Ich habe bei Amazon nämlich dieses Buch gefunden, Alexander von Bernus, Das Geheimnis der Adepten, Aufschlüsse über das Magisterium der Alchemie, die Bereitung der großen Arkana und den Weg zum Lapis Philosophorum. Also so viel dazu, was er geschrieben hat. Die Alchemie und Heilkunst, herausgegeben von Marina Lazzaroni und Irmilden Meurer, Dornach Verlag am Goetheanum, ist heute anscheinend jedenfalls nicht bei Amazon
erschienen weitere Werke aus seiner Feder sind Aus Welt und Überwelt, Das Geheimnis der Adepten, das haben wir gerade hier auf dem Bildschirm, Das schwarze Bilderbuch, dann Die Blumen des Magiers, Novellen, Wachsen am Wunder und jetzt zu Stift Neuburg. Jetzt sind wir in einer anderen Quelle. Ich fange also gewissermaßen wieder von vorne an. Das ist jetzt aus Wikipedia. Alexander von Bernis wurde als zweites Kind des bayerischen Majors August Quesche und seiner Frau Johanna, geborene Freiin von Bernis, geboren. Der Bruder seiner Mutter, Friedrich Alexander, Freiherr von Bernis, und dessen Ehefrau Helene waren kinderlos geblieben und adoptierten den Neffen bereits als Säugling. Kurz nach der Geburt und Adoption Alexanders zog die Familie von Bernis für 4 Jahre nach Manchester, um anschließend von 1884 bis 1886 ihren Wohnsitz in Siegelhausen zu nehmen. Ich nehme mal wieder das andere Bild da dazu. Splendor Solis. Also wir sind jetzt in Siegelhausen. 1886 erfolgte der Umzug in das durch Erbschaft in den Besitz der Familie Friedrich Alexander Freiherr von Bernis gelangte Stift Neuburg. Dort erhielt Alexander Hausunterricht. Ein 8-jähriger Gymnasiumsbesuch in Heidelberg und Speyer schloss sich an, bis er von 1898 bis 1902 als Fahnenjunker und später als Leutnant im Badischen Leibdragonerregiment in Karlsruhe seinen Militärdienst absolvierte. Im März 1902 heiratete er die Schriftstellerin Adelheid von Sybel. Am 21. November 1903 kam das erste Kind Alexander Walter zur Welt. Von 1902 bis 1907 studierte Alexander von Bernis in München Literaturgeschichte und Philosophie, von 1912 bis 1916 zudem noch Medizin und Chemie. Bereits 1902 veröffentlichte Bernis gemeinsam mit Stefan Zweig erste Gedichte. 1903 folgte sein erster Gedichtband Aus Rauch und Raum. Von 1902 bis 1907 fungierte er außerdem als Herausgeber der Vierteljahresschrift Die Freistadt. Bei Ricarda Huch lernte Bernis, der von 1903 bis 1907 im Haus Nummer 31 der Einmillerstraße wohnte, 1905 Karl Wolfskehl kennen, mit dem er bis zu dessen Exil und Tod in Neuseeland eng verbunden blieb und dessen bibliophile Expertise ihm zu Beginn seiner eigenen Büchersammlung wesentliche Anregungen gab. Von 1907 bis 1912 unterhielt Bernis im Haus Nummer 32 der Einmillerstraße ein eigenes kleines Theater, die Schwablinger Schattenspiele. Zwischen 1916 und 1920 gab er die philosophisch-anthroposophische Zeitschrift Das Reich heraus. Als er 1908 nach dem Tod seines Adoptivvaters Friedrich Alexander von Bernis das Neustift Neuburg erbte, wo große Teile seiner Kindheit verbracht hatte, betrieb er die Schwabinger Schattenspiele nach seinem Umzug ins Stift Neuburg dort noch 2 Jahre lang weiter. Am 12. August 1912 verunglückte sein Sohn Alexander Walter, abgekürzt Alva, beim Spiel in der Schlosskapelle von Kloster Neuburg tödlich. Im gleichen Jahr ließ er sich von seiner Ehefrau scheiden und heiratete die baltische Künstlerin Imogen von Glasenapp. 1913 wurde seine Tochter Ursula Pia von Bernis geboren, die später als Schwarzmagierin Medienruhm erlangte und posthum auch als unmittelbare Nachbarin von Armin Meiwes, dem Kannibalen von Rothenburg, bekannt wurde. Von 1914 bis 1921 arbeitete Alexander von Bernis mit Konrad Johann Glückselig an der Entwicklung spagyrischer Arzneimittel. Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte am 1. Juli 1921 die Gründung des alchemistisch-spagyrischen Laboratoriums Soluna auf Stift Neuburg. Am 1. September 1926 gab Alexander von Bernis das Stift an die Benediktinerabtei Beuron zurück und im Frühjahr 1927 verlegte er das Laboratorium zusammen mit seinem Wohnsitz nach Stuttgart. Dort wuchs das Unternehmen beständig, bis es in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1943 durch Luftangriff total zerstört wurde. Bereits im Frühling 1939 hatte von Bernis eine Zweigniederlassung auf seiner Besitzung Schloss Donaumünster bei Donauwörth eingerichtet, sodass das Unternehmen, ohne eine Unterbrechung zu erfahren, auf Schloss Donaumünster und in Donauwörth weitergeführt werden konnte, wo es sich seitdem befindet. 1929 trennte Alexander von Bernis sich von seiner zweiten Ehefrau und lernte später seine
dritte Ehefrau, die Schauspielerin Isolde Oberländer, genannt Isa, kennen. Bereits 1921 hat er das kleine Barockschloss Donaumünster bei Donauwörth erworben, das er bis 1943 in den Sommermonaten bewohnte. Nachdem seine beiden Häuser in Stuttgart 1943 beim ersten Bombenangriff auf die Stadt vollkommen zerstört worden waren, zog er sich mit seiner Gattin und Muse Isa und seiner 1933 geborenen Tochter Marina dorthin zurück. Die Grabstätte ist auf dem städtischen Friedhof in Donauwörth. Marina von Bernus heiratete später Peter Fult, Sohn und Erbe von Harry Fult, dem Gründer der heutigen Tenovis. Die Ehe wurde am 27. Juli 1961 geschieden. Marina von Bernus zog nach Kanada. Da Bernus zeitweise in England aufgewachsen war, übertrug er viel englische Lyrik ins Deutsche. Sein eigenes lyrisches Gesamtwerk umfasst etwa 1000 Gedichte. Des Weiteren schuf er Versspiele und auch Kurzprosa. Seine Lebenserinnerungen wachsen am Wunder, blieben unvollendet. Dann die Mitgliedschaft im Pen-Club, die wir bereits erwähnt haben. Seit 1950 war er Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Sein Dokumentennachlass und der Teil seiner umfangreichen Bibliothek, der die Alchemie betrifft, befinden sich heute in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. Bernus entdeckte als Gymnasiast die Romantiker, die ihn stark inspirierten. Das hatten wir dann auch schon oben weiter gesprochen. Wichtig wurden ihm seine Sommeraufenthalte bei der Großmutter, während derer sich seine besondere Liebe zur Natur entwickelte. Bedeutend war für ihn als 16-Jähriger zu erfahren, dass sein Onkel August Gresche und seine Tante Johanna seine leiblichen Eltern sind. Hierdurch erfuhr er, dass er mit Goethe verwandt war. Dass er schon früh in einen erlauchten literarischen Zirkel aufgenommen wurde, förderte seine Entwicklung als Dichter ebenso wie Freundschaften mit Wolfskehl, Zweig, Wedekind, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, Hermann Hesse, Joachim Lutz, dem Verleger Erich Lichtenstein und Stefan George, der mehrfach auf Stift Neuburg zu Gast weilte, wo er auch an spiritistischen Sitzungen teilnahm. Der Grundstein für die meisten dieser Kontakte wurde während der Zeit des Studiums von Alexander von Bernus in München gelegt. Von 1908 bis 1926 besuchte ihn sein Freundeskreis regelmäßig im Sommer im Stift Neuburg. Er beschreibt diese Zeit als das Geschenk einer wunderbaren geistigen Geselligkeit. Nach dem Tod seines Sohnes widmete er sich okkulten und alchemistischen Studien. Bernus war um 1911 der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, einem Ableger der Adyat Theosophischen Gesellschaft beigetreten und folgte ohne Mitglied zu sein nach 1913 der Anthroposophischen Gesellschaft, das heißt, er wollte die übersinnliche Welt erforschen. In seiner Zeitschrift Das Reich schrieben unter anderem Alfred Kubin, Rudolf Steiner und Else Lasker Schüler. Steiner war im Hause Bernus gern zu Gast. Der Kulturwissenschaftler Günther Dess war ein Schüler von Alexander von Bernus, der von diesem unter anderem zur Auseinandersetzung mit Rilke angeregt wurde. Dann, was er alles geschrieben hat, das haben wir schon gesprochen, wird nochmal hervorgehoben, Alchemie und Alkunst, was bei Amazon nicht lieferbar ist. Jetzt geht es, in seinem Laboratorium entwickelte er 30 spagirische Heilmittel aus Pflanzen, Metallen und Mineralien. Mit ihnen und seinen Forschungsergebnissen versuchte er im 20. Jahrhundert zu beweisen, dass Alchemie mehr ist als mittelalterlicher Aberglaube. Das Schwarze Bilderbuch, Reprint der Ausgabe 1911, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Monika Schlösser, ist aus seiner Feder. Und dann gibt es bei Wikipedia dann noch einige Hinweise, was er noch alles geschrieben hat. Das hatten wir eben schon besprochen. Soweit, liebe Zuschauer, beim Bürgertreff Gesundheit Isernhagen in der Sendereihe um Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Unser kurzes Video zu Alexander von Bernus, das wir gemacht haben, weil es anscheinend kein Video zu Alexander von Bernus bei YouTube gibt. Das war also unser Versuch. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Ich schalte mal den Bildschirm aus. Also herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.